Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie mit ganz vielen Leuten, einem neuen Modpack, einer neuen Serverkonfiguration, einem schwitzenden Olli, der glaubt, dass der Server gleich die Grätsche macht. Kann passieren, muss aber nicht. Natürlich mit dabei der Olli und der Butze, klar, als Team Bob mit Anhang. Hallo. Bach. Der Anhang kommt aber später vielleicht noch dazu. Und jetzt drücke ich da mal die Tab-Taste und nicht erschrecken. Boah, sind das schon viele Leute, aber warum sind noch so viele Slots frei? Das weiß keiner, oder? Ich würde sagen, das werden wir gleich noch klären. Ich würde gerne nochmal ein paar der Mitspieler begrüßen, unter anderem Drag Scorpion, Captain Protoss, Mücke 79, unsere gute Hellamy, Grey Panther, Weatherby. Guckt einfach auf die Liste. Ich lasse noch ein bisschen hoffen. Ne? Jetzt würde ich mal sagen, fangen die Leute mal um Scorpion an, ein bisschen sich kurz vorzustellen, weil die kennen unsere Leute vielleicht nicht. Genau, also wir sind das, wir sind die House of United Gamers, nennen uns Hack. Wir kuscheln immer miteinander. Und ja, bei uns ist dabei der Rohrschneider. Ja, alle. Um gerade einen Baum abzubauen. Unser Captain Protoss. Ja, Holdrio. Unser Burago. Hallo. Und unser Scorn. Hallo. Leider fehlt noch und da hinten hängt was im Baum. Igitt. Ja, wir sind halt kleine YouTuber, die halt immer wieder streamen und Videos machen. Ja. So. Quasi ähnlich aufgebaut wie bei Bobs. Genau. Nur wir sind schöner. Das ist ein Gerücht. Was schöner ist ja Ansichtssache, ne? Genau. So, wir vermissen heute noch die Mighty Pirates, die werden hoffentlich noch mit dazukommen, aber auch nicht mehr heute, sondern erst beim nächsten oder übernächsten Mal. Die sind momentan alle noch im Urlaub, sei ihnen vergönnt oder auch nicht. Idioten, Mann. Okay. Dann haben wir noch ein paar alte Bekannte dabei, der jetzt gerade im Moment nicht in Teamspeak bei uns im Kanal ist, der gute Dosh LP. Doch, ich bin da. Ach, hallo. Du bist da. Ja, ich bin da, hallo. Da, ja, und ja, du danke. Deswegen, okay. Hab dich auch, die Baker. Oh, danke schön. Ich dich auch. So, ich wollte aber erst noch eine Sache loswerden. Ich wollte mich in aller Form ganz herzlich bei den ganzen Leuten bedanken, die mitgeholfen haben, dieses Modpack zu bauen, diesen Server zum Laufen zu bringen, das Modpack zu testen, Mods dafür zu schreiben, Mod-Entwickler anzukacken, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja, sowas soll vorkommen, nicht? Und bei denen wollte ich mich jetzt erstmal in aller Form dafür bedanken, bevor wir jetzt hier gleich mal mit einer großen Leg Parade beginnen. Ja, ist doch schon. Okay, wir auch gleich. ja. Hat mal jemand was zum Essen? Ich möchte keine Erde essen. In der Kiste, die neben dir steht da. Was? Wo ist hier die Kiste? Drinne. Kiste. Hättest du von Butzermann die Quest angenommen, hättest du jetzt ein Starter-Kit. Da ist Essen drin. Aha. Ich habe bei Putze einmal wo drauf geklickt, war irgendwo, danach war ja, ein Zombie, zuhören. Danach war ich weg. Ja. Das ist ein generelles Problem, das Zuhören. Das Starter-Kit gibt es aber Bakery-Quest, genau. Genau, bei mir gibt es gute Sachen. Gab es so, im Anfangsvideo. Auch, genau, deswegen gehe ich auch gleich mal zu mir, Baker. Hallo. Ja. Wollen wir sie reinlassen oder wollen wir sie nicht reinlassen? Das kannst du regeln, wie du möchtest. Wir werden gleich noch schlimmer werden. Egal. Wo darf ich was bauen? Danke. Ich hab Holz. Du hast Holz, halt das ja. Ja. Ich träume heute von Holz, so oft wie ich da drauf haue. Ich hab schon ein Bett und eine Doppelkiste. Juhu. Ein Bett wäre uns ein bisschen zu wenig. Also ich hab jetzt noch. Das wäre wegen eng. Ich dachte, ihr kuschelt so gerne. Ja, aber das ist sogar uns zu viel. Das ist nur Drake, der gerne kuschelt. Ja, aber dann hättet ihr auch ein Schneebiom nehmen können, da wäre immer warm gewesen. Nee. Dann wäre Protoss gleich gestorben. Mhm. Hab's getan. Es war real. Ich hab eine Schneeallergie. Mhm. Die Türen sind etwas langsam. Ja, nicht nur die Türen. Alles. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Server laggt? Nein. Nee. Nein. Ich glaube, das ist ein Feature. Das gehört so. Das ist nicht das Server. Das zu erschweren. Hat mal jemand Holz?
Ja. Ich klopfe seit 30 Minuten auf einen Baum drauf und habe gerade drei Holzstämme. Die hängen ja Würste an der Wand. Roschner, der hinter dir. Du bist der Einzige, wo die Axt hat. Nee, wieso habt ihr keine Axt? Hä? Doch. Hallo. Natürlich haben wir eine Axt. Ja, ich hab keine. Warum nicht? Also bist du der Einzige, der keine hat. Okay. Rick, ich leg dir das Holz mal in die Kiste, wenn ich es. Ja, finde. Bitte. Ich vor mich hinwerfen, weil sonst riecht das erst nächste Woche. Ja, ich weiß. Ja, aus der Kiste wahrscheinlich auch. Nee, die Kiste ist sofort da. Das ist. Das, ja, das leckt nicht. Nur die, das ist nur die Blockabbau. Dennoch leckt. Aber das wird sich nachher, denke ich mal, wenn alle mit ihren Inseln erstellen und sonstigen fertig sind. Wo bist du denn, Baker? Hoffentlich auflösen. Ich habe gerade meine kleine Welt hier. Wollte eigentlich zu unserer Insel gehen. Eigentlich wollte ich das so. Aber es gibt noch einen NPC von dir. Ja, ich habe mich doch schon abgeschlossen, dachte ich. Immer so frei und öffne die Türen hier im Redstone. Ganz vorne. Watch. Jo, ganz das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ja, ganz vorne. Ganz einmal abhauen. Also ich würde noch nicht direkt auf die Insel gehen, Baker. Ich würde mich von Butze auf die inneren Länder porten lassen und zumindest bis zu dem Piraten vordringen, dass du ein Schwert hast. Okay, danke für den sachlichen Hinweis. Ich muss erstmal den Bakerman finden. Ach, gibt das her? Ach, die Redstone Forge mag nicht. Das ist ja die einfache Spielweise. Ich spiele die Schwere. Schwert ist überbewertet. Schreien weglaufen. Naja, einfach ist relativ. Du musst ja immerhin noch von da, wo der Bootsche dich hinportet, bis zu den Piraten finden und kommen. Ja, wie gesagt, da stand ein Fury-Zombie im Weg. Ja, und ich habe da direkt eine Schneeallergie bekommen. Wie immer. Ja. So. Das Stencil Table, da kommst du rein. Schön. Guten Tag. So, ich brauche mal. Guten Tag. So, jetzt habe ich mich mal gerade ganz kurz hier gemutet, ne? Wartet mal gerade ganz kurz. Ich schiebe mal ganz kurz hier so rüber. So, jetzt aber auch nochmal von mir ein dickes herzlich willkommen beim neuen Modpack Shattered World. Ja, ich hatte vor einer langen Zeit schon mal das Gespräch mit meinem lieben Bakerman, der dann meinte, ja komm, hast du nicht Lust mitzumachen und so weiter. Ich meine, neues Modpack, viele bescheuerte Leute hier, ne? Dachte ich, ja komm, ich habe jetzt damals meinen YouTube-Kanal quasi mit Baker angefangen. Oh oh. Der gefällt mir nicht, der Typ. Ja. Bist du böse? Ich gehe mal von ja aus. Ich kenne mich mit dem Lycanite-Mob sogar... Mobs Mod so gar nicht aus. Ich bin mal gespannt, wie das so ist. Hä? Ich geh mal hier in meine Hütte. Oh, da ist wieder Holz gerubbt. Ja, ihr merkt schon, es ist momentan so ganz und gar nicht am Laggen. Ist ganz einfach gesagt, es ist heute der Tag, wo das Pack released wird. Also Baker ist ja gerade schon in seinem Livestream. Ja, ich werde auf jeden Fall dieses Modpack let's playen. Ich glaube, der Streetigger wollte das auch let's playen. Also da wird man bestimmt mal was zusammen irgendwie machen können. Kurze Erklärung zu dem Pack. Jeder hat hier seine eigene Insel. Nicht so wie bei... Ja, okay, was heißt nicht so? Schon so ähnlich wie bei Infinity, nenne ich es, sage ich das einfach mal. Also, von Thema, du hast eine eigene Insel. So klein, ganz kleine Dreckklumpen. Hier ist es ja wirklich schon eine Insel. Oh, der ehemalige Alheimer Junge sitzt da. Ja, ich werde jetzt so eine Folge, werde jetzt mal hier schön beim Baker und so weiter bleiben. Ja, ich werde auf jeden Fall später erst weiter aufnehmen. Wir mal schauen, ob da heute noch so gegen 11 oder morgen so gegen 10, 11 Uhr jemand da ist. Ich werde jetzt erstmal hier so ein bisschen was abgeben. Ja, generell hier dieses ganze Modpack seht ihr schon, es ist komplett in Deutsch. Okay, was heißt komplett in Deutsch? Man kann halt schön die auch die Sachen wieder auf Englisch stellen, was ich irgendwie lieber habe. Ja. Generell werde ich jetzt aber auf jeden Fall hier erstmal so schauen, dass ich hier die Quests mich dran halte. Es geht auch richtig weit. Ich glaube, Baker und so weiter haben auch hier Infinity, jawohl. Aber Rizia ist dabei und es ist abgeschwächt, weil, naja...
Ich hatte da so eine Unterhaltung mit dem Streetiger und ja, ich muss sagen, er hat recht. Hier, es gibt, soweit ich das gesehen habe, nichts im Bereich Chunkloaden und ich glaube, das ist auch schon so begründet. Weil es ist ja jetzt schon am Längen wie, naja. So, aber generell, hier, wie ihr seht schon, Redstone, wir brauchen keine 40.000, wir brauchen 6.000. Das ist auf jeden Fall gut abgeschwächt. Gut. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal hier weiter. Toolstation, die machen wir mal gerade. Eine Werkbank ist... Wow. Crafting Station, ja gut. Ich hatte schon befürchtet, dass er hier schon wieder was weiß ich alles geändert hat. Und ja, hat er. Baker! Gut, naja. Wir bauen uns hier erstmal so ganz spartanisch ein bisschen was auf. Kann man aus Flint? Ich schaue mal ganz kurz nach. Gibt nur die Flint-Eggs, okay. Gut. Ja gut, ich würde sagen, ich cutte hier mal ganz kurz die Aufnahme. Für euch geht es dann gleich weiter. Weil, naja, es ist gerade schon ein bisschen sehr hart am Längen und ich will euch ja wirklich nicht nur so eine einzige Lag-Party geben. Wir machen das schön zusammen weiter und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, ihr anderen, dann, ja, später. Oder, nee, ja, auf jeden Fall bis später.